Ein Polonaise im Altersheim. Jetzt gibt's 3 Uhr. Schauen Sie auf die Uhr, gleich ist er weit. Ja. Machen Sie den Sekt auf, oder kennen Sie sich damit vielleicht auch nicht aus? Nein, ich kenne jeden Sekt. Das ist ein Kurzbeutel. Nein, nein, nicht umeinander. Das ist spät. Nein. Seid ihr besucht? Was ist denn hier? Na, wie ist denn der Sekt? Der Stumpel. Ja, liebe Zuschauer zu Hause in Deutschland, jetzt muss ich nur sagen, wenn wir sagen, er stoppelt, dann ist der Korken, wie Sie gesehen haben, im Mund drinnen, aber Kleinigkeit, den tut man raus und dann geht schon. Ja, ungefähr 9 Minuten werden wir noch haben. Jetzt eine kleine Erklärung zu unserem Prozedere. Liebe Schweizer Freunde, ich habe gehört, in ein paar Minuten geht's ihr weg nach Klosters, also fernsehmäßig. Aber wir treffen uns dann so nach 12 Uhr wieder zu unserer Polonaise, zu unserer Tanzparty. Und die Freunde in Deutschland, die gehen ein bisschen später weg, die gehen nach Berlin. Aber da kommen wir auch wieder zusammen. Es geht hin auf das neue Jahr und man zieht immer so ein bisschen Bilanz. Was hätte man besser machen können? Was macht man im neuen Jahr besser? Muss ich nur sagen, es hat nicht viel Sinn. Ach, ich probiere es immer wieder und sage, das mache ich besser, das mache ich besser. Es nützt alles nichts. Es geht Ihnen genauso. Ich glaube, das Wichtigste ist, und da sind Sie mit mir einer Meinung, wenn man gesund ist. Genau. Genau. Da ist fein und nichts drin, gell? Noch nicht, aber es kommt noch. Gut. Freunde, jetzt haben wir einen Klassiker der Volksmusik. Ein Lied, das die volkstümlichen Freunde alle kennen, Sierra Madre. Aber wir machen das heute ganz besonders. Und zwar nicht mit einer Volksmusikgruppe, sondern mit 3 jungen Männern. Ich sage also wirklich respektlos, die 3 jungen Tenöre, erstklassige Stimmen, sie haben sich zusammengefunden und wir haben uns gesagt, probieren wir es einmal auf eine ganz andere Art, dieses Sierra Madre. Und damit wollen wir eigentlich hinkommen auf das neue Jahr. Wie gesagt, dann haben wir noch den Donauwalzer. Sie merken, jetzt haben wir schon ein bisschen am Betrieb hier. Gehen wir mal rüber mit der Kamera. Schau, er probiert schon aufmachen. Darf ich es machen? Probieren wir es. So. Na. Schütteln darf man Sekt nie. Das darf man nie. Mal schauen, aber du hast auch mich heute. Macht es Ihnen Spaß bis jetzt? Super. Jetzt müssen wir dann Walzer tanzen, gell? Bin ich neugierig, ob er es noch kann, ohne Sauer. Ist in Ordnung, ohne Sauerstoffgerät? Ohne. Gut. Also, Sierra Madre, ein Lied, das so richtig in die Herzen geht. Wie gesagt, 3 junge Männer, die 3 jungen Tenöre, Hearts and Roses nennen sie sich. Und sie sind, vielleicht haben Sie schon gesehen, bei der Fernsehsendung, Claudia, wie heißt die Sendung? Herzblatt. Alles kann man ja schließlich nicht wissen. Da machen Sie die Kennmelodie. Jetzt aber brillieren Sie mit einem Lied, wie gesagt, mit Sierra Madre, die 3 Tenöre. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, und wir kommen von dieser warmen Atmosphäre aus ORF jetzt direkt hier in die Schweiz hinein, und zwar auf Klosters in Prättigau im Kanton Graubünden. In die Schweiz hinein, in eine wunderschöne Winternacht in Klosters, in eine wunderschöne Silvesternacht. Der Grund, warum wir hier sind, hier auf dem Platz vor dieser Kirche St. Jakob, wird immer ein bisschen Silvester gefeiert. Und da gibt es verschiedene Traditionen, die möchten wir Ihnen heute Abend zeigen. Natürlich auch das Glüht dann um Mitternacht und auch Musik. Von diesen Traditionen eine voraus, beziehungsweise ein Repräsentant ist vorhin irgendwo. Ja, da ist er, der Andreas Marucke. Wir machen noch einen Schritt da über. Andreas Marucke, aus diesen vielen Hunderten von Leuten sind Sie rausgekommen. Und nachher gehen Sie auf den Turm rauf mit dem Instrument. Richtig, denn wir spielen mit Cornett. Und was machen Sie genau? Ihr seid wie viel und was machen Sie?
Wir sind drei Turmbläser. Und Turmblasen meinte ich schon früher des Klosters. Das kommt, stammt von 1840. Haben drei Militärtrompeter da vom Turm abgeblasen und haben nachher den Musikgesellschaft Klosters gegründet. Und dann war ein Unterbruch und wir haben das wieder aufgegriffen auf Initiative von Christian Schmid. Und im Zusammenhang hat man hier auch die Turmbeleuchtung inszeniert. Wissen Sie, wie viele Stege Sie nachher durchspringen müssen? Ja, es sind 102 Stege, die ich auf muss. Ja. Gut, ich glaube, das ganze Turmblasen, das ist ja sehr alt. Das gibt es nicht bloß im Kloster, das gibt es auf der ganzen Welt. Turmblasen gibt es überall und wird für verschiedene Zwecke gebraucht. Es gibt Anlässe, wo Turmbläser sogar Glocken ersetzen in der Silvesternacht. Oder es gibt Anlässe, wo man so Kreiswahlen geht auf den Kirchturm blasen, sodass man die Leute zusammentrommelt. Haben Sie den Ohrenschutz dabei, wenn es dann oben anfängt zu läuten? Es ist laut, ja, aber es geht gut. Ich habe die Ohren zu. Ja. Gut, Andreas Maruck, danke, wir hören Sie nachher. Und wir möchten Ihnen jetzt daheim zuerst einmal etwas über die Stimmung hier vermitteln, Klosters bei Nacht. Die musikalischen Klänge, die wir gehört haben, von einem uralten Köberle-Örgerli. Und das ist über 300-jährig, steht in dieser Kirche St. Jakob. Die Kirche ist aus dem 13. Jahrhundert, der Turm wenigstens. Es war damals das Kloster St. Jakob. Im 16. Jahrhundert ist es reformiert worden. Und letztes Jahrhundert ist dann auch die Uhr mit dem Zifferblatt dazugekommen. Die sehen wir natürlich nachher dann noch beim Wechsel vom alten ins neue Jahr. Es hat heute Abend sehr viele Leute hier, Einheimische und Gäste natürlich, die sich versammelt haben. Sind Sie ein Einheimischer, oder? Ein Gast? Ein Gast, ja. Von wo sind Sie? Von Bruck. Und immer im Kloster in der Ferien? Zweimal. Das ist wunderbar hier. Wunderbar. Silvester. Sind Sie das erste Mal hier am Silvester? Nein, ich bin öfters im Kloster. Und beim Silvester? Ja, ich habe von den Turmbläsern gehört und bin jetzt hierher gekommen. Wie haben Sie denn das letzte Mal gefeiert oder letztes Jahr? Auf der Eisbahn mit Bekannten. Da darf man nicht zur Nacht auf der Eisbahn, oder? Eigentlich nicht. Gut, jetzt habe ich ein bisschen weiter hinten mal den Martin Accola gesehen. Da ist er, das ist der Verkehrsdirektor. Herr Accola, ich sage, Einheimische und Gäste haben wir gehört. Wo ist der prominenteste Gast? Ist er eingetroffen, der Prinz Charles? Der Prinz Charles ist mit seinen beiden Söhnen heute Abend im Kloster eingetroffen. Ist ganz in der Nähe von uns. Wie weit weg? Ja, etwa 100 Meter von da. Und was macht er? Er hat Silvester feiern im Hotel mit seinen Buben. Ganz privat? Ganz privat. Skifahren geht er ganz allein oder mitten in den Leuten? Er wird morgen wahrscheinlich relativ früh Skifahren mit allen anderen Leuten und ist ganz, als ganz normaler Gast von Klosters. Danke, da haben wir schon einiges gehört. Vielen Dank an Martin Accola. Sie hören es im Hintergrund, jetzt läuten die Glocken von St. Jakob das alte Jahr aus. Das ist für uns Gelegenheit, die letzten Augenblicke mitzuerleben von 1997.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, gute Gesundheit, viel Erfüllung und vielleicht auch ein bisschen Visionen im neuen Jahr. Alles Gute 1998. Sie sehen, die Stimmung ist gut. Was haben Sie sich gewünscht? Alles Gute zum neuen Jahr Ihnen. Gesundheit vor allen Dingen und die Liebe meines Mannes. Wunderbar. Haben Sie sich Vorsätze gefasst? Ja. Dass ich die Liebe meiner Frau erfülle. Wunderbar. Und bei Ihnen? Ja, dass ich genug Geld verdiene im nächsten Jahr. Und ja, wollen wir mal schauen, wie es neue Jahr bringt. Ja. Okay, ist ja jetzt eben erst losgegangen. Alles Gute zum neuen Jahr, auch Ihnen. Da weiterhin habe ich Chemiefäger gesehen. Wir versuchen mal zu denen durchzugehen. Gutes neues Jahr. Grüezi, kein Chemiefäger, aber da hat es noch Chemiefäger. Das ist der Oberchemiefäger, der Marc, der ein bisschen näher kommt. Marc, wieso Chemiefäger? Chemiefäger bringt Glück, vor allem diejenigen Leute, die mir küssen tun. Die sind nachher, die gehen schwarz heim. Marc, das ist auch eine Tradition im Kloster. Das ist auch eine Tradition und wir tun das morgen noch mal wiederholen, mit Tag um 3, richtig. Und da gibt es etwas zu trinken und zu essen. Ich weiss nicht, ob wir es mit dem Licht mal schnell können, ganz ausleuchten können. Und Marc kann uns das jetzt noch erklären. Muss ich halt vor der Kamera nochmal durch. Also wir haben hier Bündnerrötli. Bündnerrötli besteht aus Likör und dort Krise sowie ein Beigemisch von Gewürz und Kräuter. Der Rötli wird hier mit dem Bierbrot zusammen jetzt einfach verteilt. Das ist richtig. Chemiefäger verteilen verteilen. Wie viel brauchen wir da noch? Wie viel Liter? Etwa 110 Liter Rötli und 70 Kilo Bierbrot. Schön, also. Gutes neues Jahr auch von allen Chemiefägern von Klosters. Und weiter geht's musikalisch mit einer Formation von dieser Region aus dem Prättigau, und zwar mit der Dorfmusik Fideris Tanz Mariechen. Thank you.
Stimmung in Klosters mit all diesen Brauchtümern und mit der Musik ist voll im Gang. Und wir haben jetzt auch eine Gruppe von jungen Männern hier, eine ganze Reihe. Und das ist der Marco. Was ist das für eine Gruppe? Wir sind die Jungmannschaft Klosters und sind heute als Neujahrswünscher unterwegs. Sind schon angelegt, da sind ihr alles dabei. Wir haben die Plumpen dabei, die wir das Neujahr einläuten. Und die Kutten, die Halsnähte und die Bündner Dorfhosen an. Sind denn alles jetzt Bauern, junge Landwirte? Nein, das geht vom Bauer über den Maurer bis zum KV-Lehrling. Jetzt sehen wir, was ihr miteinander macht. Ihr geht ja als Neujahrswünscher. Ja, wir ziehen in der Neujahrsnacht mit der Plumpen von Fraktion zu Fraktion und wünschen allen ein gutes neues Jahr. Also das machen wir die ganze Nacht, jetzt die Nacht, die jetzt läuft. Und dann, wie lange geht das etwa? Wie viele Stunden? Ja, also meistens geht es bis zum 2. Januar. Es hat also schon viel gegeben, dass dann die letzten Wünsche noch unterwegs waren. Jesus, so lange. Also, und wer besucht ihr denn? Wir besuchen vor allem junge, ledige Mädchen von der Gemeinde, wünschen denen ein gutes neues Jahr und werden meistens herzlich empfangen. Woher haben Sie die Adresse von denen? Ja, das kann man schon das Jahr durch ein bisschen ausfindig machen, wo da die ledigen Mädchen sind. Werden Sie bewirtet jedes Mal? Ja, wir bekommen immer Röteli und Guteli als Guteli, was ist das? Guteli sind die Gutzli. Und den Röteli haben wir vorher schon kennengelernt bei den Chemiefägern. Wie lange sind ihr etwa, Marc, sind ihr etwa da pro Station, wo ihr reingeht? Ja, das kann variieren. Meistens sind es vielleicht 10 Minuten, wo man ein Glas Röteli trinkt mit allen Anstoss und ein gutes neues Jahr wünscht. Jetzt ist es soweit. Also. Ja, das geht immer lustig zu. Wie viele Besucher haben da vor, jetzt, das mal, die Festernacht? Ja, das weiss man noch nicht so genau. Das kann variieren. Schön, jetzt sind wir wieder live drauf da. Wir sehen die Gruppe und die junge Frau, die wir vorher besucht haben, die haben wir jetzt hier angebracht. Wie heissen Sie? Alexandra. Alexandra, ist das erste Mal, dass die ledigen Burschen, die Wünsche zu Ihnen heimgekommen sind? Nein, es sind einfach zweimal bei mir gewesen. Und ab welchem Alter kommt man denn? Kommt man so besuchen? Meistens ist es eigentlich üblich, dass die Jungen mit 16, wenn sie zur Schule auskommen, dann in den Verein eintreten und dann auch zu den jungen Mädchen gehen, ja, wünschen. Und sobald sie im festen Händen sind, gilt das nicht mehr, dann kommen sie keine Besuche mehr? Nein, dann ist auch die Wünsche und die Grabung vorbei. Jawohl, also die jungen Frauen müssen ledig sein, aber die Männer auch. Also wenn sich einer von euch verlobt, habe ich gehört, dann darf er nicht mehr mitmachen. Nein, das ist der zwangsweise Ausschluss aus unserem Verein. Hey. Jetzt gibt es noch etwas anderes, Marco Guller, wo man zum Schluss noch mal kann sagen kann, wenn fremde, also auswärtige Burschen hier hinkommen und gerne mit einem Klostermädchen zusammen wären, dann greifen ihr sofort ein, glaube ich, bei der dritten Nacht. Ja, das ist ganz einfach. Wenn ein auswärtiger Bursch mehr als dreimal bei einer ledigen einheimischen Mädchen zu Besuch war und wir das erfahren, dann schreiten wir ein, wecken die eines Nachts und werden meistens mit Kaffee bewirtet. In der Zeit, wo die Mädchen den Kaffee macht, kann dann der Bursch überlegen, wie teuer er uns die Mädchen abkaufen will. Und dann geht es in die Vereinskasse? Ja, auf jeden Fall. Gut, herzlichen Dank, der Neujahrswünscher. Jetzt gehen wir ohne Schlafen 2 Tage und nachts sind wir jetzt unterwegs. Ja, genau. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los in dieser Silvesternacht. Vielen herzlichen Dank. Und für uns ist jetzt Zeit an einem Kinderchor. Und zwar ist das zusammengestellt vom Leiter der Musikschule Prättigau. Das sind ein paar junge Kinder, die zusammengekommen sind, die jetzt ad hoc ein Lied singen, und zwar ein Lied von Klosters. Für uns auch Gelegenheit, Ihnen nochmal alles Gute zu wünschen für 1998 und noch eine wundervolle Silvesternacht. Luft, selber Luft, Köpfschnack, auf Madrid, da
Jetzt neu von Lego Technik. Bist du schnell genug? Wow, was für ein Treffer. Competition. Die härteste Neuheit, seit es Lego Technik gibt. Es wird tanzt wie nie zuvor. Techno ist allerdings auch. Der Disco-Sound aus den 70er Jahren ist wieder in. Und man darf als Paar auch wieder Walzer und Tango tanzen. Fact zeigt, wo man was tanzt und welches die 50 besten Clubs in der ganzen Schweiz sind. Facts. Jetzt am Kiosk. Auf ein gesundes neues Jahr. CSS, Ihre Familienversicherung. Jetzt tut sich aber ganz was Besonderes. Irgendwas passiert jetzt. Mein Lieber, jetzt passiert was. Die Tennengebirgsberchen sind da aus Parwerfen in Salzburg. Was das für den Brauch hat, das werden wir gleich erleben. Jetzt schauen Sie sich einmal diese Masken an. Aus dem Salzburger Land. Oh.